Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist wieder eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf dem Battle Mage mal wieder. Ja, ist auch noch nicht so lange her. Gestern haben wir erst den Battle Mage gezeigt und heute sind wir wieder auf dem Server drauf. Hat folgenden Grund: Ich hatte ja gestern ein paar Dungeon Tries gemacht und die sahen ja alle gar nicht mal so bad aus, ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, komm. Könnte ja heute vielleicht soweit sein, dass ein bisschen was liegt. So, ne? Und das werden wir auf jeden Fall heute versuchen. Und ja, das Ding ist, wir könnten heute richtig rasieren, wir könnten aber auch richtig aufs Maul fliegen. Denn ich hatte mal die Prozentchancen rausgesucht gehabt für die Dauerschleife der Idole. Der Mann Xiao, der hat eine Chance von Pipapo 0,7-0,8%. Ja. Also, nee, oder was war das? Also, ja, doch, doch, kommt so hin. Also 0,70 bis 0,80, so, ne? Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Also kein 1%. So, der Gegner danach hat genau dieselbe Chance. Das heißt, die zwei Gegner, die jetzt kommen, der 13. und der 14., die sind ziemlich heavy, ja? Aber die Gegner danach, die sind sehr, sehr viel leichter. Die Berechnungen in der Dauerschleife der Idole, wisst ihr ja, wenn man da umso höher kommt, ist so ähnlich hier wie bei der Taverne der dunklen Doppelgänger, wo die Chancen übrigens auch gut stehen für uns. Und da werden wir mal zuerst reinschauen. Ja, ich glaube, hier sind die Chancen sogar noch höher als bei der Dauerschleife der Idole. Auf jeden Fall ist es so, dass die Berechnungen teilweise von den Dungeon-Gegnern echt komisch sind. Vor allen Dingen halt in der Dauerschleife der Idole. Die sind da echt sehr unterschiedlich. Und hier ist es teilweise auch so. Nur hier ist es der Fall, hier habe ich den Gegner mal danach geschaut gehabt, der liegt bei 0%. So, die hinterlistige Hexe, die könnte noch funktionieren. Ihr seht, die Tries sehen gut aus. Und das könnte jeden Moment klappen. Das war letztes Video schon so gewesen und das hatte mich jetzt angefixt gehabt, dass ich das hier auch mal trye, ja. Aber was noch mehr geht, ist halt in der Dauerschleife. Ja, mir hat gerade der Begriff gefehlt. Die Gegner hier, ja, die ersten zwei, die sind wirklich super, super hart. Ihr seht das. Da ist nicht viel zu machen. Die sind von den Prozentchancen her natürlich auch ein bisschen unter der Hexe, die wir eben gerade getried haben. Allerdings, wie gesagt, das ist der Gegner hier, das ist der 13. und das ist der 14. danach. Ja, das sind die zwei Gegner. Wenn wir an denen vorbeikommen könnten, dann können wir den kompletten Dungeon hier clearen. Dann können wir die komplette Dauerschleife der Idole komplett besiegen. So, ne, das sollte dann kein Problem mehr sein. Nur ist halt eben das Ding, kommen wir hier vorbei, kommen wir hier nicht vorbei? Das ist eben so, ja, so ein bisschen die Frage aller Fragen. So, die anderen Dungeons, die sind von den Prozentchancen her auch nicht verkehrt, aber ihr seht hier Medusa, da ist auch auf jeden Fall Potenzial da. Das sind knappe, sehr, sehr knappe Tries. Aber am meisten Potenzial ist tatsächlich erstmal hier bei der Hexe. Und ja, den Idolen-Dungeon, den würde ich halt wirklich nur tryen, wenn wir an den ersten zwei Gegnern irgendwie einigermaßen vorbeikommen, weil danach ist es wirklich sehr, sehr easy, die Gegner da zu besiegen. So, ne? Es ist wirklich, ja, es ist halt der Battle Mage, ne? Das Ding ist halt, der ist halt, ja, ziemlich konstant. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Spanne habe. Eigentlich eine einigermaßen okaye Spanne. Hey, Leute, eigentlich will ich am liebsten hier durch, ne? Eigentlich will ich am liebsten durch diesen Dungeon durch hier. Das Ding ist, hier braucht man halt gut Damage und wenig Spielraum für irgendwelche, ich stehe heute auf dem Schlauch. Tut mir leid, ich komme gerade aus der Nachtschicht und wir haben es jetzt hier gleich 8 Uhr morgens und ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Deswegen, das müsst ihr mir entschuldigen auf jeden Fall. Da habe ich ein paar Brainlags hier und da mal, ne? Ist aber hoffentlich auszuhalten. Oh, da war ein sehr knapper Try dabei gewesen, ja. Ah, das wäre echt cool. Ich habe, wie gesagt, ich habe mir die Prozentchancen ausrechnen lassen mit dem Tool von Ma. Und da liegt der Gegner hier, dieser Mann Xiao, bei, ja, weiß ich nicht, irgendwas so 0,50 so.
der danach auch bei 0,50, also ist wirklich schwierig, ist ein sehr, sehr schwieriger Gegner so, ne? Aber die Gegner danach gehen dann hoch auf 7%, auf 10%, manchmal auf 20% da irgendwie Gewinnchance so, wo ich mir so denke, hä, WTF, das kann doch gar nicht sein, Alter. Aber es ist wirklich so, weil gegen manche Klassen bist du halt einfach aufgeschmissen. Und meistens sind es halt, oh mein Gott, meistens sind es halt eben diese Blockaden, diese Stärkeklassen. Wir gucken uns den Kampf an. Wenn er gespeichert wird, ja, da ist er, der Man Xiao. So, der haut hier ordentlich Damage rein. Ja, das muss man ihn auf jeden Fall lassen. Jetzt könnte es halt soweit sein, dass wir ihn, ja, dass wir den nächsten Gegner vielleicht auch noch besiegen. Der hat die wirklich dieselben Chancen wie Manzio. Tut mir leid. Und danach ist es wirklich easy, durch diesen Dungeon durchzurushen. Die Kunigunde hat hier gecarried an der Stelle. Ja, wir sind da gar nicht weiter großartig zum Zuge gekommen. Das ist ziemlich, ziemlich nice. So, oh, warte mal. Widerstand gegen Feuer fehlte uns, die eine Rune fehlte uns noch. Blitze, fuck. Ja, okay, so viel dazu, scheiß drauf. Okay. Buruziak, das ist der nächste Gegner. Das ist nochmal ein Stärkegegner. Wenn die Kunigunde hier nochmal reinkrittet und hier ordentlich nochmal ein bisschen ausrastet, dann sind wir durch mit dem Dungeon. Dann ist der gecleared. Dann sind wir hundertprozentig done, ja. Und ich hoffe, dass wir den auch noch besiegen können hier in der Folge. Dass wir, ja, dass ich euch zeigen kann, dass wir hier gleich den Dungeon hier komplett mit einem Mal dann clearen können. Und ja, denn den Dungeon. Oh, da haben wir ihn. Let's go, let's go, let's go, let's go. Das heißt nämlich auch im Umkehrschluss, wenn, da ist der nächste Gegner hier, müsste wieder die Kunigunde gecarried haben. Wenn wir den Dungeon hier komplett gerockt haben, komplett durchgecleared haben, dann sind wir ja soweit durch und dann, ja. Werde ich ja auch bald in diesen Dungeon mit reinkommen und dann können wir vielleicht auch sogar bald gegen uns selbst kämpfen. So. Ich denke mal, ich werde mich selbst relativ easy besiegen, weil ich halt ein Magier werde, so. Das könnte auf jeden Fall vom Vorteil sein. Gegen andere Klassen ist es natürlich, ja, ist natürlich ein bisschen schwieriger, so, ne? Nice. Da haben wir den down. Stärke. Okay. Kannst hier 36, 36, okay. Hat der noch die volle Lebensenergie? Trotzdem noch, ja, okay. Dann machen wir hier mal eine Steingewinnung draus. Zack, boom, bam. Und ja, jetzt sollten die Gegner danach, sollten jetzt eigentlich easy machbar sein. So, wir haben jetzt hier einen Stärkegegner, der zweimal ange... Oh, lol. Das ist also ein sogenannter Berserker, müsste das ja denn sein, ne? Und da haben wir ihn down. First try, ich hab's euch gesagt. First try, ich hab's euch gesagt. Jetzt geht's los hier. Zack. Boom, da hat er zweimal angegriffen. Und da kommt der Magier und haut hier einen Crit-Treffer raus. Und weil die Magier natürlich doppelten Schaden gegen Berserker machen, ja, ist der hier natürlich fast One-Hit. Und das ist halt eben dieses Lustige an diesem Dungeon. Deswegen gehen die Prozentchancen nachher so enorm nach oben, obwohl, ja, das eigentlich keinen Sinn macht. Umso weiter man kommt, denkt man ja, umso stärker werden die Gegner. Aber es ist tatsächlich, ja, es ist tatsächlich so, dass die Gegner leichter werden. So, jetzt haben wir hier wieder einen Intelligenzgegner. Oh, lol. Also da, ihr seht, die Chancen sind auf jeden Fall da, dass wir den hier auch clearen können, ganz easy, ja. Ah, let's go. Okay, wir entern mal ein bisschen rein. Wir machen mal Enter, den Enter-Haken hier. Okay, nice. Da haben wir ihn auch down. Let's go. Auch nicht so viele Pilze verbraucht hier. Und ja, da haut der Krieger schon so krass rein. Der Magier hat nicht so viel gemacht. Die Kunigunde hat einen Crit rausgehauen. Und wir hauen auch nochmal einen Crit raus. Nice. Ist natürlich ein Magier, der blockt unseren Feuerball. Ne? Brauche ich, denke ich mal, nicht erwähnen. Ihr Profis wisst das da draußen alle. Und jo, was haben wir hier Schönes? Lebensenergie hat sie, verliert sie dadurch hier. Hat sie trotzdem noch? Acht. Okay, das wollen wir natürlich nicht haben. Das heißt, wir müssen die Rune tauschen. Runentausch. Und dann gehen wir auf die Kunigunde. Die 15% möchte ich natürlich schon noch gern behalten. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Wollen wir das Item? Hier ist es. Zack, boom. Und Edelsteinsockel. Zack. Setzen wir da, ja, komm, Gegenstand zerlegen. Wir haben ein paar
Legendäre Steine am Start, da wollen wir dem Begleiter mal auch ein bisschen was geben. Hier, komm. Wollen wir nicht so rumgeizen hier. Okay, wir haben eine Kriegerwaffe, die nicht wirklich besser ist. Das heißt, das Teil zerlegen wir auch mal. Und wir gehen weiter rein. Ja? Etage 17, Cebo PL. Ein Stärkegegner haben wir hier am Start. Ja? Und ich weiß gar nicht genau, ob das ein Krieger ist oder ob das ein Berserker ist. Das werden wir sehen. Ich glaube, es ist ein Krieger, oder? So wie es aussieht, er hat noch nicht geblockt. Und er hat auch noch nicht zweimal angegriffen. Er hatte nicht viel Schaden kassiert vom Magier. Deswegen gehe ich mal aus, ist es einfach. Ja, weiß ich nicht. Ist es einfach ein Bersi, oder? Falls ich mich jetzt nicht täusche. Ich weiß es nicht ganz genau. So, aber wir entern trotzdem mal weiter durch. Kann auch, ja, keine Ahnung. Kann auch ein Krieger sein. So, aber er hatte noch kein einziges Mal geblockt hier irgendwie. Habe ich noch nicht gesehen. Ist auch egal. Wir entern durch. Wir wollen jetzt den Dungeon hier komplett clearen. Und da müssen wir natürlich auch an Cebo PL vorbei. Ja, und das ist anscheinend nochmal eine kleine Bremse. So, da weiß ich nicht ganz genau, wie es dann ausschaut. Oh, lol. Okay, da ist auch wieder Potenzial da. Also der Gegner könnte hier an der Stelle auch liegen. So, der könnte jetzt auch fallen in der Folge hier, sodass wir noch weiter durchrocken können und die letzten Gegner auch noch mitnehmen. Da haben wir es. Da haben wir ihn down. Da haben wir ihn besiegt. Und wir sind Level Up, Stufe 543. Wir haben es geschafft. Ja. Wir haben Cebo PL besiegt. Das ist sehr, sehr schön. So, wir haben jetzt schon viele Pilze verbraten für den Dungeon. Das kann man nicht anders sagen. Und es ist ein Krieger, ja. Aber ja, wir kommen hier gut voran. Ich hätte mir auch sagen können, gut, sparst du die Dungeons vielleicht noch ein bisschen auf für noch mehr im Late Game, dass man da noch mehr nutzen kann, aber mir kribbelt es einfach in den Fingern und wenn ich irgendwo Potenzial sehe, dann muss ich den einfach besiegen. Geht nicht anders und ja, das weiß ich nicht. So, wir haben als nächstes Dalukar. Das ist hier ein Magier. Okay, der sollte wieder nicht so viele Pilze fressen. Ihr seht, die ersten Tries sehen schon wirklich gar nicht so verkehrt aus. Deswegen werden wir mal weiter tryen und der sollte auch fallen. Ja, sehr schön. Dalukar, der nächste Gegner hier. Ich hab's euch gesagt, Leute. Die ersten zwei Gegner, die waren Krampf. Aber die jetzt danach kommen, die sind wirklich ziemlich easy. Und sieht man hier auch wieder an der Stelle. So, wir haben alle Attribut-Item. Das können wir auch einfach mal zerlegen. Und jetzt sind wir schon fast beim letzten Gegner. Wir haben hier nochmal den Early Boy als Geschick, als Kundschafter am Start. Und der sollte auch liegen. Ist, denke ich mal, machbar. Also wirklich, die harten Bremsen hier sind halt so ein bisschen auch die Krieger irgendwo in den Dungeons. Man hat es gesehen. Aber auch die, ja, weiß ich nicht, durch diese komische Berechnung, die hier, ja, weiß ich nicht, so, wo die so unterschiedlich stark sind hier irgendwie. Das hat man ja in anderen Dungeons auch nicht, sag ich mal, dass die Gegner, da hat man ja auch verschiedene Gegner und da sind die auch nicht so krass von den Werten her irgendwie auseinander, dass man einen so total easy besiegt und den danach dann wieder komplette Probleme hat und so weiter und so fort. Aber man sieht, ja, der Battle Mage, der haut ordentlich raus. So, kann das hier noch jemand gebrauchen? Intelligenz-Item haben wir hier. Nö. Nö, nicht wirklich. Das packen wir dann einfach mal hier rein. Zack. Und dann sind wir auch schon beim letzten, bei Skate 702, 20 von 20. Der letzte Gegner hier, der Endgegner. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, was das für einer war. Das war, glaube ich, ein Bersi, oder? Ich glaube nicht, dass das ein Krieger war. Oh, lol. Alter. Okay, es ist ein Berserker. Das heißt, der Markwart braucht nur einmal einen kleinen Crit raushauen und dann ist er hier schon fast down. Den Crit würde ich gerne mal sehen. Aber mein Feuerball macht ja auch schon wirklich ordentlich Schaden. Ja, ich möchte einmal, dass. Komm, Markwart, ich möchte, dass du hier den Crit deines Lebens raushaust. Aber vielleicht ist es auch gar nicht nötig, dass Markwart hier einen raushaut. Das kriegen wir fast schon alleine hin. Aber es wäre mal cool, wenn er mal wirklich mal zumindest einmal zuerst angreifen könnte. Das wäre nice, ja? Die Verzauberung hat er doch, oder? Wir haben doch hier alle Verzauberungen. Ist auch gut, dass ich jetzt erst nachschaue, aber ja, wir haben alles am Start. Der letzte Gegner, komm, zack. Oh,
Kein Crit. Ja, das war gar nichts. Das war leider nix. So. Oh, Digga, also diese Feuerbälle, ne? Die sind halt wirklich saftig. Und da ist er down. Okay, wir haben keinen Crit vom Marquardt gesehen. Aber wir haben ihn mit unserem Feuerball zur Strecke gebracht. Sehr nice und haben damit auch den Dungeon hier geklärt. Ja. Das Teil, das könnte auch eigentlich noch easy machbar sein. Allerdings, ja, wenn sie nicht will, will sie nicht. Wir haben heute, denke ich mal, genug ausgegeben. Wir haben den Dungeon komplett geklärt und haben ordentlich Erfahrung dazu gewonnen. Und ja, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.